Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in einer neuen Folge, Leute. Ich bin heute hier mal im Klützer Winkel unterwegs. Wir sind heute auf dem Sandboden. Meine Güte, haben die hier Boden. Also das sind die Jungs, wenn die 9 Tonnen Weizen ernten, dann weinen die sich in Schlaf. Das könnt ihr aber wohl wissen. Da drüben, das Video kennt ihr schon. Ich habe beides an einem Tag veröffentlicht, aber das hier, das habe ich tatsächlich erst mit dem Start der Agritechnica veröffentlichen. Und zwar ist das eine Neuheit. Wir haben hier eine 9 Meter Solitär. Die gab es so bis jetzt noch nicht. Das ist tatsächlich hier auch eine Nullserie. Das heißt, das ist ein krasses Einzelstück, was hier läuft. Also im Prinzip eine Drillmaschine auf 9 Meter. Aber das, was ich euch letztes Mal nicht zeigen konnte, also ihr habt ja die Solitär bei mir im Video gesehen, die hatte aber hier noch ein Düngerelement, also das funktioniert auch. Man kann hier nach wie vor auch ein Düngerelement geben. Aber was ganz interessant ist, wir haben so eine Rückverfestigung hier über so eine Hartgummiwalzen für jede Reihe nochmal. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant, wenn man ein bisschen schwereren Boden hat, der so ein bisschen für feinere Klumpen sorgen soll. Ich meine, wir können ja mal hier einmal auf locker ein paar Meter hier mitfahren. So, ich habe jetzt schon mal ganz kurz hier was zu dem Ganzen erklärt. Also eine 9 Meter Solitär. Vorher haben wir ja mal eine 6 in den Videos gesehen. Das heißt, ihr habt jetzt auch ein Element, nee, 2 Elemente mehr beim Drillen hinten drauf. Wie viele Verteilerköpfe hat die 6 Meter? Das ist genau wieder bei der 6 Meter. Also wir haben hier auch 4 Dosierungen, 4 Verteiler. Nur, dass jetzt jeder Verteiler mehr Abgänge hat, ne? Alles klar. Genau. Also tatsächlich auch 4 Verteiler, das heißt 4 Teilbreiten. Ja. Vollständige Saatrohrüberwachung bei allen Reifen rein? Möglich, ne? Möglich. Je nachdem, wie der Geldbeutel ist. Und Fahrgassenschaltung auch möglich? Natürlich. Ja. Ja. Je nachdem, wie du es haben willst. Ne? Also je nach Spurbreite und so ist das dann entweder auf den äußeren oder auf den inneren. Oder auf allen, je nachdem, wie du es haben willst. Also wenn du Lohnunternehmer bist, dann würde ich definitiv auch allen Verteilern empfehlen, ja, weil du dann einfach flexibler auf verschiedene Spritzbreiten reagieren kannst. Sag mal, die Saattiefe stellt man die, hier stellt man die ein, ne? Genau, richtig? Das ist wie bei der 6 Meter, die hatte ich dir auch schon mal gezeigt. Ja. Hier über das Drehding. Genau, und das habe ich 4-mal? Genau, an jedem Segment einmal. Ne, 2-mal jetzt. 6-mal, also ja. Okay. 6-mal kann man da ein bisschen das halt jetzt umdrehen. Auch. Die hatten wir letztes Mal nicht, diese Walze. Also was versprecht ihr euch hier? Für welche Böden seht ihr das Ganze eher? Wahrscheinlich für schwerere, oder? Sowohl als auch. Ne? Also auf leichteren, kennst du ja wahrscheinlich auch, ist sowieso Vorverdichtung immer so ein Problem, ne? Und Rückverfestigung. Ja. Dass die nicht verfestigt bekommt. Da ist alles ein Problem. Da ist mein purer Sand, wenn die Rolle reingeht, dann schwimmt der Boden einfach weg. Also da ist einfach alles ein Problem. Aber also Ziel von der Walze ist nochmal pro Reihe vorzuverdichten. Ne? Also rein vorverdichtende Wirkung nennen wir das. Die hat überall, wo ein Sächer läuft, auch dementsprechend hier einen Ring. Wenn wir da 16,5 cm Scharabstand auf der Sächschiene haben, haben wir auch hier bei der Trapezscheibenwalze, heißt die, 16,7 cm Ringabstand. Oder wenn du 12,5 hast, hast du auch da 12,5 cm Abstand. Okay, ich glaube, das ist alles erstmal so gesagt. Genau. Und ihr hast ja auch schon die 6 Meter DT in deinem Video gehabt. Ne? Genau, wer Interesse hat. Hydraulik ist einiges anders als bei der 6 Meter. Wir haben jetzt hier Power Beyond und noch so ein paar hydraulische Helferlein, dass wir da halt die 3 Meter Breite und die 4 Meter Höhe beim Klappen einhalten können. Okay. Genau. Ich würde jetzt ansonsten mal eine Runde damit drehen. Wer macht das? Und dann. Ich würde eben mitkommen. Ja, genau. Zeig mir dann einmal kurz, wie die Belegung ist und dann fahren wir mal eine Runde. Yes. So. Da sind wir wieder hier drinnen angekommen. Fahren wir mal hier rauf auf die Linie. Wir haben heute hier einen Trimpel. Autopilot. Fahren wir mal hier rein. Wir haben hier gerade hier frisch mit der neuen Rubin, glaube ich, gearbeitet. Aber man muss sagen, so 9 Meter Arbeitsbreite auf eine Drillmaschine, das schockt schon. Damit macht man schon gut Fläche. Man muss aber auch sagen, hier sind jetzt auch wirklich krasse Mengen Stroh obendrauf. Also die Aussage war wohl hier, wir sind hier auf dem Sandacker und hier haben die 10,5 Tonnen Weizen geerntet, die Jungs. Und demzufolge sieht man hier auch, weiß nicht, da sind wohl schon 10 Tonnen Stroh drauf oder 8, 9 Tonnen Stroh, schon sehr, sehr viel. Ansonsten irgendwie doch ein schöner Boden, sehr fein, sehr tonig. Auch
ganz, also keine Steine, ne? Ist ganz leise, wenn man den hier durchzieht. Und 9 Meter schockt schon. Ich habe für euch mal gerade mal den Auftrag hier auf Null gestartet. Gut, jetzt haben wir da drüben auf der anderen Seite zusammengeklappt und sind hierher gefahren. Also wir haben hier, müssen wir gleich gucken, 5,1 Hektarstunde, 4,9 Liter pro Hektar. Ja, wir müssen jetzt gucken, Moment, ich setze euch das einfach nochmal auf Null. Also es ist schon verblüffend, weil viele werden jetzt fragen, warum? Warum, Hannes, muss es denn immer größer sein? Warum müssen es jetzt 9 Meter sein statt 6 Meter? Warum, warum, warum? Ja, grundsätzlich muss man sagen, ist ja hinsichtlich der Arbeitsbreite gar nicht viel gegen große Arbeitsbreiten zu sagen. Wir überfahren die Fläche einfach viel weniger. Ja? Das heißt, der Schlepper davor ist ja nahezu identisch, ob nur 9 oder 6 Meter. Ja? Also der variiert ja nun sehr geringfügig bei dem Tonnenbereich. Aber wir überfahren ganz viel der Fläche nicht und wir überfahren auch ganz viel am Vorgewende nicht. Dann haben wir nach wie vor das Problem der Mitarbeiter. Also, ne? Mitarbeiter sind knapp, gerade hier bei uns auf dem Land. Niemand, aber es gibt weniger, die gerne in der Landwirtschaft arbeiten möchten, weil wir nicht die attraktivsten Arbeitszeiten haben. Ja, selbst wenn wir das attraktivste Geld hätten, haben wir nicht die attraktivsten Arbeitszeiten. Und von daher gibt es halt wenig, die wirklich in der Landwirtschaft arbeiten wollen. Und dahin geht der Trend, dass man sagt, okay, müssen wir doch mehr, eine Arbeitskraft muss mehr schaffen und muss halt eine größere Maschine bekommen. Und letztendlich muss man sagen, ist es auf dem Hektar gerechnet tatsächlich, wenn man dementsprechend die Auslastung hat für so eine große Drillmaschine, ist so eine große Drillmaschine auf dem Hektar gesehen günstiger, weil einfach der Schlepper davor und die Personalkosten davor sich verdünnen pro Hektar. Ja? Das Ganze geht natürlich auch, wenn man 6 Meter mit 9 Meter vergleicht, bis zu einem bestimmten Punkt. Also irgendwann ist einfach die Arbeitsersparnis und Zeitersparnis größer und dadurch rechtfertigt man dann eine größere Maschine. Aber nichtsdestotrotz braucht man Fläche für so einen Teil. Ich weiß nicht, was die Drillmaschine kostet. Die wird schon so um die 200.000 Euro liegen. Ja, und dafür brauche ich dementsprechend Hektar, um die auch auszulassen. Entscheidend ist natürlich, wie gut dann so eine Maschine eine Saatgutablage schafft, ein ebenes Saatbett und. Der Boden hier, muss man auch sagen, der ist sehr feinkrümelig. Also wenn man sich das hier anguckt, ja, also der ist schon sehr, sehr fein und da bedarf es keiner großen Saatbettvorbereitung. Also das sieht man schon definitiv. Der ist so, wie er ist, fertig. Ja? Da gibt es andere Regionen in Deutschland, wo der Boden jetzt nach der Bearbeitung, nach der Scheibenecke klumpig wäre. Sicherlich ist das ein schönes Arbeitsbild von der Scheibenecke, die hier fährt. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach hier zu drillen. Wir fahren auch leider Gottes ohne Saatgut. Das heißt, wir legen hier auch keine Saat ab und können das jetzt nicht nachkontrollieren. Was ich mir persönlich in den Bereichen natürlich irgendwann mehr erhoffe, ist einfach eine bessere Saatgutüberwachung, eine bessere Saatgutablageüberwachung, was man so zum Beispiel so ein bisschen jetzt in den Direktsaatdrillmaschinen langsam Einzug erhält, dass die Schardruck überwacht wird und die Ablagegenauigkeit oder die Ablagetiefe überwacht wird. Das hat dann natürlich noch einen anderen Charme. Aber man muss sagen, 9 Meter Schock, Alter, das ist schon Fläche, die man damit macht, ne? So, wir haben jetzt hier 4,1 Liter pro Hektar Verbrauch. Ja, das ist natürlich gerade eine Momentaufnahme. Das wird jetzt auch noch ein bisschen nach oben gehen, wenn wir jetzt hier umdrehen, Vorgewende machen und. Aber unterm Strich ist 4,2 Liter Hektar schon so gering. Also es ist schon gering. Bei den Direktsaatdrillmaschinen, die ich gefahren sind, die liegen auch so um den Dreh. Wie kann das zusammenhängen? Es ist einfach so, wir haben hier einen guten Schlepper, der eigentlich sehr effizient ist, muss man sagen. Dieser Axion, der verbraucht nicht wirklich viel. Gerade das Raupenlaufwerk, wir sind ja hier auf einem Terratrack. Ist schon sehr sparsam, das ist meine Erfahrung mit dem Teil hier. Ich habe den ja auch schon mal ein paar Tage auf dem Hof gehabt. Und dann habe ich gegenüber eine 6 Meter Variante einfach mal 3 Meter mehr Arbeitsbreite. Ja? Und diese 3 Meter machen mich halt auch ein bisschen effizienter. So, also ihr seht das ja selbst, man kann nahezu auch Spur an Spur fahren, weil ich ja nun wirklich eine große Arbeitsbreite habe. Was ich so nach wie vor als Manko empfinde, ist irgendwie das Volumen des Saats. Also wir haben hier, glaube ich, 4,5 oder 4,2 Kubik
an Volumen, wenn wir das ungefähr mit dem Weizen nehmen, wir haben ungefähr zwischen 700 und 800 Kilogramm pro Kubik Weizen. Das heißt, wir haben ungefähr 3 Tonnen da drin. Bei einer sehr ergiebigen Herbstaussaat, sagen wir mal, wir fangen irgendwo bei 120 Kilo auf dem Hektar an mit einer frühen Saat und enden irgendwo bei 200 Kilo bei Novembersaat. Was nicht untypisch wäre, also 180, 200 Kilo. Nehmen wir mal 150 Kilo so im Mittel, dann haben wir hier einfach mal für 20 Hektar Platz. Die 20 Hektar, die schmeiße ich hier in 2 Stunden rein. Das heißt, alle 2 Stunden muss ich nachfüllen. Und da wird eine Drillmaschine heutzutage tatsächlich schon zum Logistikproblem. Da ist der Sören unterwegs. 7810 Diaries heißt der YouTube-Kanal. Also das heißt, eine Drillmaschine kann dann auch schon logistisch ein Problem werden. Da ist Weizen so ein Punkt. Erbse auch. Ne, irgendwann ist Schlagkraft auch so, wo man sagt, aber da muss man sagen, da gehen dann die großen Betriebe, die sowieso Überladewagen am Laufen haben inzwischen in der Ernte. Ab Herbst fährt ein Überladewagen für eine Drillmaschine dazu und dann ist die Befüllung eigentlich auch am schnellsten. Also das heißt, da wird nicht mehr mit Big Bag gearbeitet, sondern bei den ganz großen Betrieben wird tatsächlich mit Überladewagen gearbeitet. Also ihr seht selber, wir haben jetzt hier Durchschnitt 10,1 Hektar in der Stunde im Schnitt. Wir haben jetzt schon hier, während wir erzählen, 1 Hektar geschafft und 4,3 Liter auf dem Hektar, 43 Liter in der Stunde. Das ist nicht sonderlich viel, muss man ehrlich sagen. Was mich mal ein bisschen interessieren würde, wenn wir jetzt hier einfach mal gerade durchziehen und wir lassen die Scheiben hier einfach in den Boden laufen. Ja? Das heißt, wenn ich da zum Beispiel direkt nach dem Stoppelsturz, vor dem Stoppelsturz fahren würde, sieht das auch ganz gut aus, muss man echt sagen. Also die haben Griff. Das heißt, man könnte theoretisch auch nach der Ernte eine Zwischenfrucht drillen und wem denn die direkt dazu schwierig ist, gerade bei so viel Stroh, da muss man ja wirklich eine Maschine haben, dann könnte man auch hier sozusagen mit dieser Maschine das versuchen zu drillen. Man hätte sicherlich ein akzeptables Ergebnis. Ne, man würde ja sicherlich auch einen Arbeitsschritt sparen irgendwo. Aber wir gehen da gleich auch ebenfalls nochmal raus und gucken uns das Ergebnis nochmal draußen an. Und dann zeige ich euch, was ich damit meine. Der Boden ist eigentlich schon fertig für die Aussaat. Wem es übrigens interessiert, wie man so einen Axon hier bedient, ist im Prinzip ganz, ganz simpel. Man macht hier den Tempomat drin, den man eingestellt hat. Da hat man eine Autopilot-Taste. Wenn ich jetzt ein Tempomat drin habe, kann ich so langsamer oder schneller werden innerhalb des Tempomats. Wenn ich Fahrpedal übernehmen will, also so kann ich einfach durchdrücken, wieder loslassen und übernehmen. Ich kann aber auch Tempomat reinmachen, Tempomat drücken und dann mit dem Fahrpedal übernehmen. Also da bin ich relativ flexibel, wie man so ein Teil hier bedienen möchte. So. Ja, sehr gut, danke. Dann machen wir noch mehr Licht an hier für die Jungs für die Show. Gut, sehen wir uns gleich draußen. Ja, und hier machen wir vor und zurück. Weil ich das schon vergessen habe. Also das Bedienkonzept, glaube ich, habe ich schon mal erklärt, wie das im Axon funktioniert. Ich bin auch nach wie vor der Hoffnung, dass Klaas nochmal eine neue, schönere Kabine vorstellt. Weil dann ist das wirklich ein schöner Trecker. Muss man ehrlich sagen, ich mag den Axon TT eigentlich schon sehr. Also wenn der noch eine schön große Kabine bekommt, Mann, wird das ein schöner Trecker. Und nach wie vor muss man sagen, für einen Standardschlepper in Anführungszeichen immer noch einer der besten Ausstiege, die man da so hat. Das Schöne ist auch, man hat hier auch darauf geachtet, dass hier so schön Platz ist. Das heißt, man kann auch mit einem Schlepper mit Zwillinge hier vorfahren, was man auch sicherlich häufiger finden würde dabei. Aber gut, den Schlepper habe ich ja schon mal vorgestellt. Was ich aber meine, Leute, der Boden ist ein bisschen klebrig, klar, das hat hier geregnet. Aber gucken wir uns das mal hier an. Ja? Das heißt, der Boden an sich ist ja schon krümelig. Seht ihr das? Der hat schon auch eine Wahnsinnsbodengare. Ach, verrückt, ey. Und ich mit meinem Kuchensand, Leute, wenn ich sowas mal hätte zu Hause. Ja, aber man würde hier trotzdem ein gutes Arbeitsbild abliefern. Hier übrigens habe ich jetzt einfach nur mit dem Disc-System oder mit dem Scheibensystem von der Drillmaschine gearbeitet. Und wenn wir mal gucken, hier ist die Kante. Hier. Hier ist die Kante, wo wir mit einer Scheibenecke vorgefahren sind. Hier. Seht ihr das? Hier ohne, damit.
Das heißt, wir haben eigentlich schon eine schöne ganzflächige Bearbeitung bei den Scheiben, was auch ganz interessant ist, glaube ich. Weil manchmal hat man das so, bei den einigen Drillmaschinen ist der Griff der Scheibe so wirklich marginal. Wenn der Boden aber ein bisschen härter ist, hat man da eine schlechte Saatgutablage. Jetzt weiß ich, dass einige denken, warum erzählt ihr das alle, der Typ will Direktsaat machen. Ja, aber nur weil ich Direktsaat machen will, heißt nicht, dass alle Direktsaat von heute auf morgen machen wollen. Und bei dem YouTube-Kanal, habe ich ja schon mal gesagt, ist es auch mal ganz interessant, andere Maschinen vorzustellen, was ich ja nun gerade mache. Deswegen kommen also hier eben abgeschält, ist das schon ganz interessant. Also schön gleichmäßig. Das ist ein schönes Arbeitsbild, muss man ehrlich sagen. Für einfach nur im Boden gehalten und flach gearbeitet, ist fast wie eine schöne Scheibenecke. Was man aber auch hier sieht, wenn ein bisschen Stroh kommt, dann werden anscheinend schon ein bisschen Haufen in der Maschine zusammengezogen. Also man hat hier ein paar Wellen drin. Wobei man das da auch sieht. Also es kann vielleicht beim Aus- und Einsetzen hier sein. Und was mir auch auffällt, das Stroh ist sehr lang. Also ich habe das Gefühl, der Betrieb macht hier irgendwie so einen Hochschnitt und mulcht dann auch. Also die Jungs haben auch gesagt, die Flächen wurden gemulcht nach dem Dreschen nochmal. Also ich habe das Gefühl, hier wird ein Hochschnitt gemacht, weil das sind schon sehr, sehr lange Stoppeln. Also es hat mich gleich auch schon so gewundert, dass es so komisch grob aussieht, ja? Das aus dem Mähdrescher, aus modernen Mähdreschern, hier fahren wohl X9, sieht das eigentlich nicht so aus. Und auch wenn man hier sieht, dann wird das schon ein bisschen so zusammengeschoben. Ja, hier bevor die Bearbeitung war. Gut, Leute, das soll im Prinzip die Vorstellung gewesen sein. Zu dem ganzen System. Ach, ein interessanter Punkt ist noch, der mir noch gesagt wurde. Und zwar, man kann optional die Solitär bestellen, dass man die Scheiben, die hinter den Rädern laufen, tiefer stellen kann. Und das muss man sagen, ist ganz interessant, wenn man doch Boden wieder ein bisschen andrückt, rückverfestigt, dass man da dann doch wieder ein bisschen lockern kann. Glaube ich, kann ganz interessant sein. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Kurze Vorstellung hier von der Solitär 9 DT. Solitär DT, aber in 9 Meter. Und ja, während das rauskommt, ist gerade die Agritechniker. Wünsche ich euch auch viel Spaß auf der Agritechniker, Leute. Bis dann, ciao, ciao.